Was wär's denn da auf einmal so hell? Ich weiß auch nicht. Ganz leicht wär's. Ah, besonders leicht. Schau, da kommt einer. Ja, was ist denn das für einer? Hassan! Hey, da! Sitz! Fürchtet euch nicht. Nein, nicht. Ich bin der Engel des Herrn. Wer? Der Engel des Herrn. Ah ja, und? Fürchtet euch nicht. Eh nicht. Was willst du denn da? Mir ist es aufgetragen, euch die Frohbotschaft zu verkünden. Frohbotschaft? Aha, ja. Ach so. Ja, nachher. Ja, und was heißt das jetzt? Große Freude verkünde ich euch. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Wer? Der Retter. Hast du noch nicht gehört? Ja, und? Wer war jetzt das? Christus der Herr ist euch geboren. Der Heiland. Der Retter der Welt. Ja, ist ja recht. Gut, dankeschön. Und dies soll euch als Zeichen dienen. Für was? Damit ihr ihn findet. Den Heiland. Den Retter der Welt. Ja, müssen wir den suchen? In der Stadt Davids. In Bethlehem. Ist recht. Nachher schau ich mal da vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Aber liebe Hirten, so steht es nicht in der Schrift. Es ist bestimmt... Was war jetzt da bestimmt? Dass wir da hin müssen? Wer sagt das? Die Heilige Schrift. Moment. Da steht, als der Engel sie verlassen hatte und in den Himmel zurückgekehrt war, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So steht's im Evangelium und so hat es zu geschehen. Heilige Schrift hin oder her, ohne Anweisung vom Bauernbund haben wir noch nie etwas tun. Wo da das stehen? Die Frohbotschaft verheißt es. Ja, und wir müssen da also hin, ohne dass wir gefragt werden. Ich habe den göttlichen Auftrag, euch Hirten dies zu verkünden. Auf dass ihr euch aufmacht, dem Heiland zu huldigen. Huldigen? Ja, was war jetzt das? Wir huldigen Leute, den's die Landwirtschaftskammer vorschreibt. Ja, und warum ausgerechnet wir? Huldigen? Wir? Ja, das war noch schöner. Wo kommen wir denn da hin? Jetzt Moment, wartet. Also, wenn ich das richtig verstehe, dann taten wir es da zum Heiland gehen, oder? Ja, hast du eh gehört. Huldigen, wenn ich das schon höre. Jetzt einmal statt, der Heiland. Ja, das war ja gar nicht so blöd. Wenn wir da vorbringen könnten, was uns druckt. Ich meine, das ging ja nachher gleich in einen, oder? Davon steht in der Schrift nichts. Aber gehen das, oder? Ich meine, so grundsätzlich. Gott, der Herr ist gütig. Er erhört das Flehen seines Volkes. Ja, nachher. Wissen Sie, ich hatte eine konkrete Bitte. Mein Hofstelle liegt blöderweise genau um 4 Meter unterhalb der nächsten Bergbauernzone. Vielleicht kann man da was machen. Ich meine, vielleicht. Es wäre wegen der Förderung. Und für einen Herrgott war das ja gar kein Problem. Ja, und vielleicht kann der Herrgott da was streichseln wegen die Agrargemeinschaften. Wissen Sie, da war der göttliche Beistand besonders wichtig. Da droht uns die Armut. Es war uns halt geholfen, wenn alles so bleibt, wie es war. Tradition, das mag euch der Heiland auch gern, oder? Ja, meine es nicht, dass ich da was machen lasse, Frau Engel. Ich verstehe nicht. Ja, wir taten es da auch kenntlich sagen, gell? Ja, ein paar extra Bickgänge oder eine Spenden für die Kirchenrenovierung. Damit unser Herrgott wieder ein würdiges Platz kriegt. Und wenn er mit den Herren Milchpreis was gegangen Bitte was? Also wenn alles auf einmal ging, nachher war ein schönes Gipfelkreuz und auch Glocken auch drin. Nein, da waren wir schon großzügig. Da lasset man mit ihnen schon reden. Wo müssen wir da hin? Wo war der zu finden? In Bethlehem. Hast du dich gehört? Ja, das ist ja leider Katzensprung. Also jetzt reicht's mir. Ich soll euch die Frohbotschaft verkünden. Ich habe mir gedacht, ich erfreue ein gläubiges Volk. Wir sind doch nicht auf einer Viehversteigerung. Tiroler. Gottesfürchtig, dass ich nicht lache. Gesindel. Stur und bauernschlau. Macht doch, was ihr wollt. Jetzt ist er weg. Was hat er denn? Ja, typischer Engel halt. Nix allein, die Heiling. Nicht einmal der Himmel versteht uns arme Bauern.